Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Heute wird es auf jeden Fall eine Baufolge, weil ich habe vor, hier ein bisschen weiterzukommen, so mit dem Ding. Es wird halt jetzt ausnahmsweise mal nicht einer dieser längeren Special-Folgen, Sonderfolgen oder sowas, sondern einfach eine ganz normale Baufolge. Aber ja, das Projekt da oben will ich aber auch mal vorankommen. Deswegen würde ich sagen, bauen wir das mal und dann können wir da auch schon anfangen, ja, den Plan weiterzuführen, so dass wir da unseren Turm oder sowas bauen, dass wir dann von da nicht immer mit dem Floß hier hin und her müssen, sondern dass wir einfach dann diesen einen Turm hochklettern und dann so über so eine Brücke rüberlaufen. Und ja, das ist zumindest der Plan. Mal schauen, wie das funktioniert. Aber dazu brauchen wir erstmal Holz und da, wie wir sehen, sind da ein paar Bäume schon wieder nachgewachsen. Also können wir da ordentlich wieder Holz fällen. Und da vorne gibt es ja auch immer so schön Schildkröten, dann werden wir da definitiv nicht mehr hungern. Also, ein Plan läuft, ne? Mal schauen, ob es auch genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht, dass irgendwelche Ureinwohner versuchen, mich hier wieder einzukriegen und dass ich nicht wieder in irgendeiner Höhle oder so aufwache. Obwohl, sterben, glaube ich, tut man hier auch nicht wirklich. Man wird halt verschleppt. Man muss jedes Mal, glaube ich, zumindest bisher so bei mir gewesen. Man wird halt verschleppt in einer Höhle, und muss dann von da flüchten, wenn man im Leben gering ist. Aber unser Leben ist ja schon relativ weit gering. Also, ja, okay, nicht gering, aber naja, es ist nicht auf Maximum, sagen wir mal so. Ah, hier sind wir schon an der Kante. Ob wir machen mal eben ganz schnell was zu essen. Die müssen ja noch frisch sein. Ja. Hallo? So und C. Und sind schon mal ein paar Schildkröten im Wasser. Da, schon eine raus. Dann haben wir gleich auf jeden Fall wieder Vorrat. So, jetzt musst du aber langsam fertig werden. Komm schon. Und Leben steigt wieder. Auch gut. Na, ich würde mir aber wünschen, dass die Bäume ein bisschen schneller nachwachsen würden. Die Stöcke haben wir genug. So, und hier. Komm, da lang, da lang, da lang. Nein, nein, nein. Da kippt so um. Vor allem, wir müssen auch zusehen, dass wir uns ein bisschen besser mal rüsten. Dass wir uns mal ein paar Knochenrüstungen von denen hier organisieren. Dass wir ein paar Fallen setzen, die dann ins Lagerfeuer schmeißen. Und dann von denen die Knochen hier sammeln. Und dann sind wir ein bisschen besser gewappnet, die Höhle zu. Bambi, erschreck mich nicht. Entschuldigung.
Ich bin immer noch etwas leicht erkältet. Und manchmal kommen da immer noch so ein paar Hüster raus, manchmal so überraschend, wie gerade eben jetzt so, dass auf einmal ja so ein kräftiger Huster rauskommt. Normalerweise versuche ich mein Mikro dann so immer rechtzeitig auszuschalten, dass ihr meinen Husten dann nicht mehr hört. Aber ja, gelingt mir auch nicht immer. Aber ich bin auch schon mittlerweile auf dem Weg zur Besserung, dass ich wieder gesund werde und so. Und dann, ja, wird das nicht auf Dauer sein mit dem Husten. So. Ich glaube, da kommen jetzt keine Ureinwohner. Ey, 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 nicht abhauen hier. Ey, hier geblieben, hier geblieben. Hab mich jetzt vor dem Schatten erschrocken. Ein Vogel. Ah. Ich muss mich auch gewöhnen, so dass ich mal auf die Kamera gucke hier. Und nicht immer auf den zweiten Monitor. Hier haben wir voll. Dann machen wir den hier als nächstes. Oh, die sind am schönen, die Schildkröten. Die Schildkröten. Sind die so süß. Und so lecker. Erstmal den da hinten aufsammeln, bevor der uns abhaut. Ja. Hier geblieben. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann fangen wir als allererstes mit dem Steg unten an. Der dann als erstes fertig ist. Und dann gehen wir nach oben. Und bauen da weiter. Mal Ausdauer wieder ein bisschen tanken. Jetzt können wir wieder rennen. Ja. Ja. Überraschend ruhig jetzt gerade, was Ureinwohner angeht. Irgendwie aber auch diese Ruhe, die gefällt mir gar nicht. Es fängt an zu regnen. Ja, wir kriegen gleich Wasser. Ich will jetzt einmal sehen, so wie das sich da sammelt. Sagen, war es das jetzt mit dem Regen? Auf einmal ganz still. Sammeln tut dieser irgendwie nichts. Na, vielleicht dauert das. Aber Regen ist unser Freund. Da hinten. Noch mehr Baumstämme, die ich liegen gelassen habe. Nö. Oh, Bambi.
Hab da irgendwas laufen gehört. Und ich hoffe, dass es nur Bambi war. Okay. Und der nächste. Ja. So, jetzt müsste da aber auch langsam Wasser sein, ne? Ah, es füllt sich da was ein bisschen. Können wir jetzt zumindest eben trinken? Und ja, um einmal voll zu machen, da brauchen wir aber auch ganz schön viele Bäume. Ich glaube, so viele wachsen hier auch gar nicht nach. Nur so viele, wie ich abholzen muss. Gefühlt wachsen wahrscheinlich nur 4, 5 Bäume nach. Und abholzen tue ich um die 10 oder mehr. So, hier ist voll. So, da haben wir noch Holz und noch einen. Nickel. Boah, Bambi. So. Wir kriegen immer um die 4 bis 5 Baumstämme pro Baum. Hier brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bäume brauchen wir noch. So, Pi mal Daumen. Also ich habe auch immer ein bisschen so Schiss hier reinzugehen. Auch eine Idee wäre, wenn wir bis hierhin schwimmen, mal mit dem Boot. Und dann die Bäume hier mal hier einsammeln. Ja, machen wir jetzt auch mal. So, und bin mal nach darüber. Als allererstes mache ich mir noch mal eine leckere Schildkröte. Ja, voll ist es leider nicht geworden, aber naja, besser als gar nichts. Essen ist fertig. So, Ausdauer geht wieder voll. So. Sorry, ihr wollt hier drauf.
Ah, ich habe eine Feder gesammelt. Auch nicht schlecht. Ich mich frage, wenn wir den Floß ja gebaut haben, also da wir einen Floß haben, können wir die Map verlassen oder gibt es ja auch einen Rand, ein Ende oder sowas? Das will ich auch gerne mal in diesem Let's Play herausfinden. Und dann irgendwie aber, dann nehmen wir mal ein kleineres Floß. Und dann versuchen wir das Rand der Map irgendwie zu schwimmen und hoffen, dass wir nicht irgendwie da an dem Rand der Welt da unten runterfallen. So, wir wollen an die Küste da. Schildkröten. Oh, hier ist ein geiler, echt ein geiler Spot, was Schildkröten angeht. Wirklich. Ich will Schildkröten, wie hier einmal antreffen. Finde ich schon krass. So, da vorne, wo es langsam grün ist, links neben den Steinen, da wollen wir anlegen. Oh, diese Krähen, ey. Alter, 5 Schildkröten. Planen irgendwas. Vielleicht ist das die Revolte gegen die Ureinwohner. Und die Vögel landen alle auf dem Wasser. So. Ja, geil. Es gewittert wieder. So. Und wir sind nah genug dran. Keine Ureinwohner zu sehen. Können wir hier jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8, 9. 9 Schläge, okay. Der hier hat 5 gebraucht. So, bevor die mir hier alle wegrollen, sammle ich die mal lieber ein. Im Wasser kann ich die nicht gebrauchen, wenn die ins Wasser fallen. So, der hier ist auch voll. Und hops. So, 2 muss ich noch voll machen. Wo sind die? Da sind die restlichen Baumstämme. 1 und wo ist der? Da.
So, den wollen wir noch. Der ist ja eh fast tot, der Baum. Dann erlösen wir den mal. Habe Angst, wie der runterfällt. Ach, der tote Baum gab nur zwei. Okay. Ein bisschen enttäuschend. So, aber zwei Bäume werden es wohl noch sein, ne? Würde ich sagen, der hier. Und Bambi einfach da mal. Komm, muss ihn richtig fällen. Haben wir es gleich voll. Ach, hier war noch ein Baumstamm. Oder war das gerade von uns der? War doch von uns, hä? Was ist mit mir? Will den Stein doch nicht. Wird langsam auch dunkel. Haben wir hier nicht noch zwei Baumstämme gehabt? Irgendwo rumliegen. Ach, haben wir schon. Alles vollzählig. Okay. Dann. Hoppala. Ich habe eine Idee. Wir spielen wieder Musik ab. Hatten wir lange nicht mehr gemacht. Und mach noch Licht an. Siehst du das? Ich finde, hier wird auch bei uns zu dunkel. Weiß Horn. Nee. Wo haben wir Schädellampen? Hier, Schädellampe. Würde ich sagen, machen wir. Warte. Okay. Nein, hallo. Ja. Hat er jetzt Baumstämme von mir genommen oder wie? Und jetzt kalt. Ich will jetzt hier nicht erfrieren. Da, wie viele Schildkröten? Sieben Schildkröten, Digga.
Alter, was ist das für eine Schildkrötenarmee? Oh, laufe ich auch noch ins Feuer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter. Ja. Einfach mal hier sieben Schildkröten. Sorry, dass ich die Musik jetzt ausgemacht habe, aber ich wollte irgendwie, keine Ahnung, so, dass wir, dann nehmen wir den hier wieder und wärmen uns hier mal auf. So, dann müssen wir den hier nehmen. Ja, ich bin wieder nass, mir ist kalt. Natürlich, Hunger habe ich auch. Ich weiß nicht, die letzte Schildkröte drauf. Ja, gegen so eine Armee der Schildkröten da habe ich jetzt auch nicht vor, gegen anzutreten. Vielleicht sind die gerade auf dem Weg von Ureinwohnern und wollen die hier kaputt machen. So, auf jeden Fall geil. Da kommen noch mal welche. Was ist mit denen? So, gleich sind wir da. So, dann wollen wir jetzt Wolf und Fire mit dem hier kombinieren und abspielen. Wir müssen aber auch noch mehr Kassetten finden. Ich glaube, um die 8 Songs gibt es hier. Wir haben gerade mal nur 3. Und ich will die natürlich alle haben. Okay. Klar. Jetzt irgendwie nicht weiter. So, dann sind wir jetzt auch schon fast da.
Ja, ey, ist perfekt. Nein, ich will dich nicht. Das hier. Gleich haben wir den Steg fertig. Nice. Und so viele Baumstämme, glaube ich, brauchen wir nicht dafür. Also, wir brauchen nicht alle dafür. Die wir hier haben. Nice. Ich will jetzt nicht ins Feuer fallen. Ich glaube, ich nehme ein paar mehr mit. Nein, 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 nicht ins Feuer. Ja, ich glaube, so eine kleine Stufe oder sowas würde da praktisch sein. Wenn ich hier auch mal Licht machen würde. So, wenigstens haben wir so Licht. Und dann können wir hier anfangen. Komm, wir fangen mit. Komm, ne, mit der Wand. Die Wand fangen wir an. Aua. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall eine Wegbeleuchtung. Aber dann machen wir hier freies Bauen. Gab es doch irgendwo einfache Treppe. Nee, ich glaube, das war sie nicht. Eigene Treppe. Hallo? So, noch ein bisschen. So. Und so. Vier Baumstämme. Schaffen wir wohl. Gut, das Feuer ist aus. Dann haben wir es gleich. Dann ist die Treppe fertig. Hallo? Hallo? So, die ist fertig. Nice. So kommen wir auf den Steg. Ganz einfach. Easy cheesy. Und dann müssen wir oben nur noch die 324 Baumstämme mitnehmen. Ja, ich glaube, das hier fertig zu bauen, da brauchen wir definitiv so eine extra Folge. Okay. Diesen glitschen tut's. Hab ich noch was zu essen? Nee. Ja. Muss ich gleich schauen, ob ich eine Schildkröte finde. Hätte ich doch die Schildkröten da attackieren sollen. Aber egal, jetzt ist es halt so. Die Wand ist fertig. Fangen wir mit der weiter an. Beziehungsweise ich schau mal, ob irgendwo eine rumläuft.
Schade, dass wir hier nicht einfach so angeln können. So, wir nehmen auch noch mal einen Schluck Wasser. Und dann paddeln wir mal eben ganz kurz, ganz vorsichtig mal zu der Insel zurück, Hauptinsel. Und jagen uns mal eben eine Schildkröte oder so. Oder ein paar Vögel. Hauptsache irgendwas im Magen. Wird dann diese Folge halt doch ein kleines bisschen länger sein. Aber nicht so lange wie so eine Extra-Folge oder so, so eine Sonderfolge. Halt nur ein bisschen. Aber ich fand schade irgendwie auch, aber auch einerseits schön, dass wir von keinem Ureinwohner hier attackiert wurden. Haben wir eine willkommene Abwechslung. Ich greife mal das hier, falls der Vogel gleich wieder kommt. Ja. Ich will die Axt wieder. Das Licht brauchen wir nicht mehr. Können wir auch die Seesterne essen? Nee. Ja, komm. Ein Fleisch. Bringen wir schon mal drauf. So, und C. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. Um nicht zu verhungern. Achso, das ist dieser eine Punkt da, dieser schwarze da oben in der Luft. Ein Vogel. Und weg ist der Punkt. Und Essen ist fertig. So, und dann. Ja, erwischt. Hey. Scheiß Vögel. Komm! Ja. Immer eine Feder. Vogel. Den habe ich erwischt. Aus dem Flug. Und die Feder auch. Und die Feder. Komm. Erwischt. Dann machen wir hier noch mal. Noch mal ein Stück Fleisch rein. Den hier. Den hier haben wir ja auch schon mal. Noch können wir gleich essen. Feder gesammelt. Und wie weit ist der? Hat er überhaupt reingetan? Die schon, ja. Hatte ich. So. Und zurück. Jo, was tut denn draußen bei mir da in der Straße? Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. So, und da wären wir wieder.
So, dann machen wir den hier noch fertig. So, wieder außer Puste, natürlich. Nice. Die ersten Wände werden. Doch geil, ne? Und wir haben da ja noch 7 Baumstämme. Mal schauen, was wir damit noch alles schaffen werden. Eine Wand und eine zur Hälfte. Mehr wird das, glaube ich, nicht mehr. Aber ich muss auch schauen, so wann ich mal hier der Extra-Folge anfange aufzunehmen. Weil ich glaube, heute werde ich das nicht mehr schaffen, weil muss ja noch Cyberpunk aufnehmen und ja, dann muss ich auch noch wegen bleib da hängen, in der Arbeit auch noch früh aufstehen, dann muss ich früh ins Bett. Und dann passt das halt heute ausnahmsweise mal nicht mit dem Zeitplan, so zum Aufnehmen. So, für die extra Folge. So, hier noch einer. Dann können wir mal. Mach mal die Wand fertig. Beziehungsweise fangen mit der an. Der hier ist fertig und dann hier weiter. Jetzt der Baumstamm. Ups. Ja, die Treppe hätten wir auch besser bauen können, auf jeden Fall. So, hier fehlen noch 3. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und euch diese Folge angetan habt. Ja, ich würde sagen, zu morgen nehme ich wahrscheinlich schon dann die Extra-Folge auf. So, mache erstmal noch eine Runde so normale Aufnahme und dann so am ganzen Tag nehme ich mir Zeit, hier die extra Folge aufzunehmen. So, holz da hinten weiter ein bisschen was ab und baue so viel es geht davon fertig. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.